Gegen die Oberen haben wir uns immer ein bisschen besser getan, das stimmt schon. Aber letztendlich, es gibt keine einfachen Spiele mehr. Und wir wissen, dass wir auch gegen die, und ich denke, spätestens seit dem Saarbrückenspiel ist, glaube ich, jedem klar, wenn wir nur ein paar Prozent weniger tun, dann reicht es einfach nicht. Und ich denke, das hat nochmal unsere Sinne geschärft, das Spiel. Wir müssen jetzt nicht nur träumen und uns denken, was passiert, wenn. Es ist noch nichts passiert. Wir haben schwere Spiele vor dem Brust, 4 Spiele. Mit dem Pokalspiel 5 Spiele. Und diese 5 Spiele müssen wir sauber bestreiten. Das ist ja das, was zählt letztendlich. Weil wenn wir anfangen jetzt zu träumen, danach können wir nur enttäuscht sein. Also wir müssen sachlich, fachlich bleiben, sehr, sehr konzentriert. Und das ist das, was für mich zählt.